Hallo und herzlich willkommen, Ladies and Gentlemen, zu einer weiteren saftigen Episode Let's Play Kingdom Come Deliverance. Schön, dass ihr wieder da seid. Wir haben jetzt in der letzten Episode hier in Scarlet alles organisiert, was wir brauchen, um ein Schwert zu schmieden, ja? Und das machen wir jetzt auch direkt. Wir labern hier unseren Daddy voll. Mal gucken, was der so zu sagen hat. Hallo, hallo. Vielleicht ist er ja auch ein bisschen angepisst, ne? Wir haben ja auch ein bisschen Scheiße gebaut. Hast du alles, worum ich dich bat? Selbstverständlich. Ja, Kohle, die Parierstange und Bier. Wir können anfangen. Gut gemacht. Packen wir es an, Junge. Gut gemacht. Wollen wir mal. Alles klar. Dann lass mal sehen, was der Meister in Sasau da für uns gemacht hat. Sieh dir das mal an, Junge. Das ist echte Handwerkskunst. Was bedeutet diese Gravur? Wenn ich das wüsste. Könnte Latein sein, aber sicher bin ich mir da nicht. Herr Ratz, ich wollte es so. Ja, das wird das schönste Schwert meiner gesamten Schmiedjahre. Hast du die Holzkohle? Gut, heize die Esse an und dann setzen wir alles zusammen. Ach, übrigens, mir hat jemand einen Besuch abgestattet. Und ich vermute, du weißt ganz genau, warum. Nein, weiß ich nicht. Wirklich? Ich bin mir nämlich ziemlich sicher, dass du und deine Freunde Dung auf das frisch gesäuberte Haus des Deutschen geworfen habt. Er war vorhin mit dem Büttel hier. Und das war kein Freundschaftsbesuch. Was ist denn in dich gefahren? Dieser Deutsche hat Unfug über Sigismund und den König rum erzählt. Er hat bekommen, was er verdient hat. Bekommen, was er verdient hat, ja? Du wirst diese Sauerei beseitigen, hörst du? Und dich bei ihm entschuldigen. Ich muss hier ein Geschäft führen und der Deutsche zahlt verdammt gut. Dass du so einen Mist baust, hilft mir nicht wirklich weiter und dem König am wenigsten. Verstehst du? Ja, klar. Sag's mir ins Gesicht. Hast du verstanden? Ja, verstanden. Gut. Dann werden wir so ein Gespräch nie wieder führen. Also hältst du es für richtig, unseren König in den Dreck zu ziehen? Und so machte sich der Junge zum Narren und zeigte, dass er seine Lektion wohl immer noch nicht gelernt hatte. Der Deutsche redet also Unfug. Na und? Willst du deshalb zu einem Verbrecher werden? Du magst einen Kampf vielleicht mit Gewalt gewinnen, aber niemals einen Streit. Merk dir eins. Wenn du jemanden überzeugen willst, dann nur mit Worten, nicht mit Fäusten. Der Ofen ist soweit. Gut, dann machen wir den Griff. Ich bringe es zum Glühen und wenn ich es rausnehme, setzt du den Griff so auf, dass er passt. Aber das kennst du ja alles schon. Dann mal los. Gut, einmal noch. Das war's. Fertig. Schleif ihn ab, bis er gut in der Hand liegt. Ich bereite die Parierstange vor. Vater, wieso hast du Prag verlassen? Ich habe noch nie von einem Meisterschmied gehört, der in einem kleinen Kaff Hufeisen herstellt. Ich hatte meine Gründe. Und hier habe ich deine Mutter und dich. Warum sollte ich woanders hin wollen? Erinnerst du dich noch an König Karl? Natürlich. Ein gutes Leben während seiner Herrschaft. Besser als jetzt? Er errichtete halb Prag und jede Menge Burgen, baute eine Brücke über die Moldau und gründete eine Universität. Und das alles ganz ohne Krieg. Er wusste, wie man regiert.
Besser als Wenzel, ja? Ja, bei weitem besser. Aber Wenzel, er hat es nicht leicht. Es ist schwer, in die Fußstapfen von jemandem zu treten, der vielleicht alle 1000 Jahre nur einmal geboren wird. Und was ist mit Sigismund? Denkst du, Karl wäre wie Sigismund mit einer Armee in sein eigenes Land eingefallen? Nein. Wenzel mag seinem Vater nicht ebenbürtig sein, aber Sigismund, der entehrt die königliche Familie. Wie kommst du voran? Gib mal her. Jetzt setzen wir alles zusammen. Das ist es. Gott segne euch. Mein Vater schickt mich wegen der Nägel. Guten Tag, Theresa. Sie liegen bereit. Würdest du sie bitte holen, Heinrich? Sie liegen in der Truhe in der Stube. Sollten wir hinkriegen. Geht's dir gut? Mir geht's supi. Hallo, Theresa. Hier sind die Nägel, die du wolltest. Danke. Und wie geht's Bianca? Gut. Warum fragst du? Ach, nur so. Werdet ihr heute Abend zum Reigen gehen? Werden wir. Vielleicht sehen wir uns dort. Wie auch immer, Heinrich, ich will dich nicht aufhalten. Das Schwert ist wirklich schön. Was ein kleiner Lustmolch. Ein feines Mädel. Hör auf, sie anzuglotzen. Sieh dir lieber das an. Es ist Zeit für die Feuerprobe. Na, dann gib ihm mal, ne? Feuerprobe! Wir haben ganze Arbeit geleistet. Wie nicht anders zu erwarten von solch einem renommierten Schwertschmied. Diese Tage liegen hinter mir, Herr. Doch dein Geschick ist dir geblieben. Möchtest du es mal schwingen? Herr, was nützt einem normalen Bürger ein Lass Schwert? Lass es ihn versuchen. Du hast noch viel zu lernen. Frag deinen Vater, ob er es dir beibringt. Er weiß, wie es geht. Sein Handwerk zu erlernen wird ihm wesentlich mehr nützen. Herr, möglich. Aber wer weiß schon, was die Zukunft noch so alles für uns bereithält. Wie ich sehe, ist es beinahe fertig. Ich muss es nur noch polieren, dann wird Heinrich es dir bringen. Exzellent. Ausgezeichnete Arbeit. Wirklich schön. Ein Schwert wie dieses wird seinem Träger wahrlich Ehre bescheren, Herr Istvan. In der Tat, Herr Ratzig. Hätte ich so eines in Nikopolis gehabt, wären die Dinge vielleicht anders verlaufen. Es ist wirklich seltsam, einen derart fähigen Schmied an so einem Ort anzutreffen. Ein Mann mit seinen Fähigkeiten könnte ohne Probleme in Prag oder Wien sein Geld verdienen. Das stimmt. Aber das ist eine lange und sonderbare Geschichte. Ich würde sie mir sehr gerne bei einem Kelch Wein anhören, aber die Pflicht ruft. Und ich muss leider weiterziehen. Bitte sehr. Lerne von deinem Vater. Er ist wahrlich ein Meister seines Fachs. Gewiss kreuzen sich unsere Wege erneut. Da bin ich mir sicher. Sobald es fertig ist, soll dein Sohn es zu mir bringen. Gute Arbeit, Martin. Herr. Es war mir eine Ehre, Herr Istvan. Mögest du sicher nach Sasau gelangen. Die Ehre ist ganz meinerseits, Herr Ratzig. Danke für die Gastfreundschaft. Eine lange und seltsame Geschichte? Seither ist viel Zeit vergangen. Vielleicht erzähle ich sie dir mal, aber heute noch nicht. Bringst du mir bei, es zu führen, wie Herr Ratzig sagte? Wieso? Naja, könnte nützlich sein. Vielleicht bereise ich die Welt, bevor ich sesshaft werde. Ich würde gern mehr sehen als nur die Schmiede und die Schenke.
Weißt du, was der Haken am Abenteuerleben ist? Es könnte vorbei sein, bevor es anfängt. Ich kann dir zeigen, wie man ein Schwert führt. Das hilft dir aber nicht, wenn dir jemand einen Pfeil in die Brust jagt, sobald du einen Fuß vor die Tür setzt. Klingt so, als sprichst du aus Erfahrung. In meinem Alter hat man viel erlebt. Schmied ist vielleicht nicht der glorreichste Beruf, aber er hat auch seine Vorteile, wie zum Beispiel seinen Kopf behalten. Ich möchte mein Leben in Scarlitz beenden, dort, unter dem Lindenbaum, an der Seite deiner Mutter. Ja, ich auch, eines Tages. Aber zuerst will ich die Welt sehen, möchte neue Menschen treffen. Treffen oder vermöbeln? Treffen. Musst du jetzt darauf herumreiten? Dann gibt es keinen Grund für dich kämpfen zu lernen. Ja! Ein Bote. Er war ganz schön in Eile. Ist was passiert? Zu, Junge. Hör mir gut zu. Nimm das Schwert, geh ins Haus und hol alles Wichtige aus der Truhe und dann lauf zur Burg. Beeil dich. Was ist mit dir? Deine Mutter ist noch im Dorf. Ich werde sie holen und dann kommen wir sofort nach. Ich komme mit. Nein, du tust, was ich sage. Keine Widerrede. Gib Herrn Ratzig das Schwert. Er kümmert sich um dich, falls uns was zustößt. Er steht in meiner Schuld. Gott sei Dank. Mach, dass du reinkommst. Wir müssen die Tore schließen. Bewegt euch, Leute. Na los. Pass für mich darauf auf. Bist du wahnsinnig? Du kannst nicht zurückgehen. Thank you.
Das war eine richtig miese Nummer. Unerwarteter Besuch, ja, so kann man es nennen. Und das Spiel wurde gespeichert. Wir sollten uns hier ganz schnell verpissen. Du hast gelernt, Kumanen. Und wir haben unsere Quest begonnen auf der Flucht. Oh, ich glaube, da hinten war einer. Wir sollten uns wirklich ein bisschen beeilen. Meint ihr, den einen kriegen wir hin? Ich habe einen gerade gesehen. Irgendwie witzig. Komm her. Alter, der ist gut. Und ich halt dich. Yo, Treffer. Oh, es wäre so geil. Okay, der fickt mich komplett auseinander. Ich habe keine Chance. Ich habe keine Chance, den auseinanderzunehmen. Aber geil wär's. Naja, scheiße, Alter. Schade, ey. Aber ein Versuch war's wert, Freunde. Das heißt, wir nehmen natürlich, die Beine in die Hand, ja. Geht ja nicht anders. Wir sind absolute Schakos, die noch nichts können. Null, nada, niente. Also laufen. Beine in die Hand nehmen, Fersengold, let's go. Alter, war das ein fetter Angriff. Also jetzt mal ernsthaft. Überhaupt nicht übertrieben. Eine Armee von wie vielen Leuten waren das jetzt? Sagen wir einfach mal, ja. Es waren verdammt viele. Oh, scheiße. Geht denn da ab? Dafür schmort ihr in der. Hallo Jungs! Oh, wie steig ich denn auf? Ich weiß nicht, wie ich aufsteigen soll. Lass mich. Wie steigt man denn auf ein scheiß Pferd auf? Fuck! Erstmal hart verkacken, ey. Erstmal richtig hart verkacken. Leute, scheiße, ey. F-E, irgendwas in der Richtung. Boah, ewig nicht mehr gemacht, ne? Ewig nicht mehr gemacht. Vor allem, es wurde mir viel zu kurz gerade angezeigt, weil ich kam halt genau in diesen Kampf gerade rein. Ich hab's mir aber auch ein bisschen zu kompliziert gemacht. Alter Schwede, ey. Einfach krass. Mit X. Ja, komm, laber mich nicht voll. Aufsitzen. Attacke. Besorge dir ein Pferd. Okay, wir verpissen uns jetzt. Sehr gut. Sehr gut. Wir reiten rüber nach Teilenberg und werden dort erstmal die Leute warnen. Wir brauchen eine Armee, ja? Und zwar dringend. Scheiße. Fuck, ey. Okay, jetzt sollten wir uns aber schleunigst verpissen. Ja. Wir haben eine Blutung, das ist ungünstig. Oh, die sind genau hinter mir. Lol, diese Specknackenreiher. Los, 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 los. Ey, die überfallen arme Bauern. Scheiße. Du hast entdeckt Schnellreiseort. Ja, wunderbar. Links. Teilenberg liegt links, entlang des Baches. Ja, ja. So, jetzt lassen wir sie ein bisschen näher kommen. Nicht zu nah. Attacke. So, Leute, lauft! Lauft, 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 lauft. Oh, ah.
Wow, habt ihr das gesehen, Alter? Oh, mach hinne, mach hinne, mach hinne, mach hinne, Attacke, Alter. Okay, wir können ein bisschen runter vom Gas. Aua! Ja. Hui! Lauft! Geht! Sie werden euch umbringen! Oh Gottes Willen! Geht der Geramonjok auf den Humorund! Szétszabdallak, te fostalicska! Haut ab, haut, haut ab! Oh mein Gott! Das wird eine ganz knappe Nummer. Das wird eine ganz, ganz knappe Nummer. Hotsuhü hat nicht mehr viel Power. Da hinten hat einer verkackt. Habt ihr das gesehen? Und mein Charakter hat langsam Hunger. Scheiß die Wand an. Scheiß die Wand an. Achtung, Ausdauer vom Pferd ist gering. Fuck! Ja. Komm, mach, 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 mach. Aua. Oh, wir haben's. Wir haben's geschafft. Besser ist das. Gib ihm doch jemand zu trinken und bringt heißen Wein und Verbandszeug. Sag mir, Junge, wer bist du und wo kommst du her? Was zur Hölle ist passiert? Ich komme aus Garlitz. Sie haben es niedergebrannt und alle abgeschlachtet. Wer? Weißt du, wer das getan hat? Eine riesige Armee. Sie griffen ohne Vorwarnung an. Es waren weder Tschechen noch Deutsche. Wer dann? Ich weiß nicht. Ich habe noch nie solche Rüstung gesehen und ihre Sprache war mir auch fremd. Vielleicht Tataren. Tataren, sagst du? Darum werden wir uns später kümmern. Zuerst versorgen wir lieber mal dein Bein. Wer ist das? Ich habe keine Ahnung. Beiß die Zähne zusammen. Ich zieh den Pfeil jetzt raus. Ganz ruhig. Schon erledigt. Du hattest Glück, Junge. Der Pfeil hat den Knochen verfehlt. Ich muss die Wunde verbinden, aber darin habe ich schon massig Erfahrung. Der Krieg ist ein guter Lehrmeister. Kannst du aufstehen? Na bitte, so gut wie geheilt. Danke sehr. Habt ihr nichts zu tun, oder was? Zurück an die Arbeit. Denkst du, du schaffst es, mit Herrn Devisch zu sprechen? Ach, du Scheiße, ey. Mein Herr, das ist ein Überlebender aus... Ich weiß, Robert. Sag, mein Junge, was genau ist geschehen? Konntest du die Flaggen der Angreifer erkennen? Und gab es noch Überlebende? Herr,
Ich weiß wirklich nicht, wer sie waren, aber es waren sehr viele. Unzählige Banner wehten auf den Hügeln über Scarlets. Die Schlechter sprachen eine ziemlich merkwürdige Sprache. Sie brannten Scarlets komplett nieder. Viele suchten in der Burg Schutz. Ich schaffte es nicht. Also musste ich fliehen und dabei riefen sie mir zu, ich solle euch warnen. Bei diesen Tataren, wie sie der Junge nannte, könnte es sich um Sigismunds Kumanen handeln. Sie kamen wohl von Osten aus nach Ungarn und bilden nun den Kern seiner Armee. Seit der Plünderung von Kuttenberg scheint er eine Leidenschaft für gestohlenes Silber entwickelt zu haben. Scarlets ist klein, Herr. Wenn Sigismund angreift, haben sie keine Chance. Wohl wahr, Herr Robert. Mit unserer kleinen Garnison können wir ihm nicht helfen. Selbst wenn wir es riskieren würden. Denkst du, wir sind als Nächste dran? Möglicherweise. Wie ist dein Name, Junge? Ich bin Heinrich, der Sohn vom Scarlitzer Schmied. Ich kenne ihn. Hat er es auch in die Burg geschafft? Mein Beileid. Jetzt liegt es in Gottes Hand. Niemand sonst kann uns helfen. Also dann, vielen Dank, du hast dein Leben riskiert, um uns zu warnen. Robert, kümmere dich bitte um Heinrich. Verschaff ihm ein gutes Essen und etwas Ruhe. Ja, Herr. Und bring alle Menschen hinter die Mauern. Wir müssen auf das Schlimmste gefasst sein. Triff alle nötigen Vorkehrungen. Wie du befiehlst, Herr. Aufgabe abgeschlossen, Reise nach Thalmberg, Chacarino, haben wir. Gut, ihr Lieben, dann würde ich aber sagen, sind wir höchst offiziell am Ende einer Episode angelangt. Ich hoffe natürlich, dass es euch gefallen hat. Wenn dem so sein sollte, würde ich mich auch noch über eine positive Bewertung an dieser Stelle freuen. Die Videobeschreibung, dort findet ihr Partner Instagram, T-Back und den Merch jeweils verlinkt. Dürft ihr natürlich auch gerne abchecken, würde mich freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit und sage schön mit Ö. Noch einen wunderschönen Tag. Haut rein. Macht's gut. Und ciao.